K.O.-Runde in der UEFA Champions League. Und als wäre das noch nicht genug, treffen heute auch noch diese beiden Rivalen aufeinander. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Barca hat auf dem Papier natürlich die Favoritenrolle, das ist jedem klar. Die Frage wird sein, wie gehen Sie mit dieser Rolle um im heutigen Hinspiel? Wie sehr belastet diese Favoritenrolle? Denn ein leichtes UEFA Champions League Duell ist es nicht. Aber klar, wenn es nach Plan läuft, dann macht Barca das. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Forechecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Barcelona im Achtelfinale dieser UEFA Champions League, Buschi, das ist schon gar nichts Ungewöhnliches mehr. Aber es ist halt dennoch Jahr für Jahr harte Arbeit, so weit zu kommen. Ja, aber Wolf, wenn du so erfolgreich bist, dann weißt du irgendwann ganz genau, wie es geht. Dann weißt du, wie du die Kräfte einteilen musst, wie du rotieren kannst, dass du auch mal was ausprobieren kannst. Das ist ein super Verein, eine super Mannschaft und ein toller Trainer. Und ich bin sicher, die sind auch in dieser Saison lange dabei. Mit dieser Aufstellung geht 1860 München ins heutige Spiel. Spiel geht los. Und damit auch die K.O.-Runde in der UEFA Champions League. Hinspiel, Achtelfinale. Wir freuen uns drauf. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt gibt's hier Strafstoß. So früh schickt er ihn runter und Elfmeter gibt's auch noch. Auch wenn es hart ist, das musste der Schiedsrichter so entscheiden. Das war nicht regelkonform. Richtige Entscheidung der Schiedsrichterin. Gleich wird hier ausgewechselt. Chance zum 1:0. Delver passt. Drin ist der Ball. Und da sehen wir es nochmal. Das ist ein super Elfmeter. Klug, clever, technisch gut ausgeführt. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. So, jetzt Barca am Ball. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Szene immer noch gefährlich.
Ah, der geht. Oh, und wieder Tor! Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja, er brodelt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen Sie dranbleiben. Dominic Calvert-Lewin, ein fantastischer Treffer. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Vollgepfiffen, es gibt Freistoß für Barca. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Es geht mit dem Abschluss weiter. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Den trifft er volle Lotte. Ganz starkes Tor. Sie machen schon sehr früh Druck. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Gefährlich jetzt. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Da ist das Tor nochmal, da ist der Dreierpack und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden kein Mittel, sind da hilflos, immer wieder. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft... Ah, ganz kurz, sie kommen jetzt. Und da klingelt's im Kasten. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Es ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter.
Platz für die Flanke. Die Parade bei diesem Kopfball, echte Torgefahr, sieht anders aus. Absolut, Wolf, war doch eher ungefährlich. Zieht nach innen, gut verteidigt. Das wird gefährlich. Macht er ihn, ja, er macht ihn. Aber wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Gefährlich! Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Sie holen sich den Ball. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und da haben wir es, das Tor. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Abend. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Aber jetzt wird es doch Freistoß geben, der Vorteil wird abgepfiffen. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Da kommt der Versuch. Den Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Ja, klasse Pass. Er könnte flanken. Aufgepasst von Ter Stegen. Sehr gut gehalten. Varela. Da ist der Ball weg. Die Chance. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden. Und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Nicht überraschend, dass er jetzt die gelbe Karte sieht. Nein, er wurde vorhin bereits ermahnt und jetzt ist er fällig. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion.
Sie verlieren den Ball. Da ist die Balleroberung. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Da ist der Ball weg. Jones. Und damit sind sie am Ball. Exzellentes Zweikampfverhalten. Sie haben den Ball. Guter Vorstoß da jetzt. Jetzt ist der Platz da. Der Pass, stark gemacht. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Da gewinnt er den Zweikampf. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Da haben sie die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Der Ball ist draußen, Einwurf für Barcelona. Gutes Pressing jetzt. Vorne der Ballgewinn. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Oh, der Ball ist im Tor, aber nee. Der zählt nicht, es war abseits. Harte Entscheidung, aber wohl auch die richtige Entscheidung, Wolf. Auch wenn es natürlich unglaublich eng war. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ganz alleine. Super Parade, Ter Stegen. Da muss er wirklich sein ganzes Können aufbieten. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch.
Spiel läuft weiter, Vorteil für Barca. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Gefährliche Szene. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Jetzt ist die Kugel weg. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Wir gehen in die Pause in diesem Spiel, Buschi, und über den Platzverweis müssen wir noch mal reden. Ja, letzten Endes bleibt dem Schiri da keine andere Wahl. Für mich war das die richtige Entscheidung. Und Sie sollten das jetzt abhaken. Es ist immer noch alles drin. Schönes Ding bisher und jetzt machen wir weiter. Die zweiten 45 Minuten in diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Chance vertan, die Kugel ist weg. Ball fliegt hoch rein. Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ist natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet. Der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Zu leicht. Gerüchteweise könnte sich ein Transfer anbahnen. Buschi war ja zuletzt immer wieder Thema in den Medien. Das stimmt, aber offiziell ist noch nichts. Wir können das also bisher nur als Spekulation behandeln. Da wird er unter Druck gesetzt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Varela, Ansu Fati. Jetzt der Vorstoß. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, sie versuchen es weiter. Mit der Überzahl sind sie hier natürlich im Vorteil. Beim Treffer schön zu sehen. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Er lässt seinen Gegenspieler stehen.
Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Er holt den Ball hier ganz stark. Sie gehen dazwischen. Sie holen sich den Ball. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Ja, Ball ist erstmal weg. Da oben, der vorne den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Chance hier. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen. Aus der Entfernung eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Wir sehen den Wechsel. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Er passt gut auf und hat den Ball. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. De Jong. De Jong. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Sie holen sich den Ballbesitz. Viel Platz für den Konter jetzt. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Und jetzt wird doch noch abgepfiffen. Gibt Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Könnte jetzt was werden. Da sind sie da, guter Block. Barella. Da verlieren sie den Ball. Klasse Chance jetzt. Sie nutzen ihre Überzahl. Ja, die haben ja auch Platz und den können sie eben nutzen. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Den Ball holt er gut verteidigt.
Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da kommt der Schuss. Ter Stegen hat den Ball. Ganz stark gehalten. Klasse Einsatz. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Eck in den Strafraum. Gefährlich jetzt. Guter Zweikampf. Das ist die Chance. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie haben den Ball. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Er lässt den Gegner stehen. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Da wird der Freistoß geblockt. Da passt er auf. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Frenkie de Jong. Gut gemacht, gutes Tackling. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Da passt der Torhüter klasse auf. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Also wenn mir vor Spielbeginn jemand gesagt hätte, dass die Partie so einen Verlauf nimmt, ganz ehrlich. Das kommt schon ziemlich überraschend. Kann auch ich nicht anders sagen. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Den hält er. Jetzt der Eckball. Kein besonders guter Abschluss. De Jong. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Er hat den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss... Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Müsste Ecke geben und die gibt es auch.
So, Ecke kommt. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Da können sie kontern. Abwehr muss aufpassen. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Sie können den Ball abfangen. 4 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Sehr guter Einsatz. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Ballbesitz ist weg. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Oh, da geht er vorbei. Er kann es machen. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein 3. Tor im heutigen Spiel. Da ist das Tor nochmal. Da ist der Dreierpack. Und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden kein Mittel, sind da hilflos, immer wieder. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Schluss in diesem heutigen Hinspiel und der Sieg, liebe Zuschauer, der geht hier an die Gäste. Die Fans jubeln. Ich glaube, genauso wollten sie das und genauso haben sie es auch bekommen. Was für ein Auftritt heute, Wolf. Jetzt heißt es nur ruhig bleiben, nicht abheben. Es kann immer noch schief gehen. Aber mit der heutigen Leistung, da ist das Weiterkommen natürlich in Reichweite. Nur nicht die Konzentration verlieren. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. Gracias otra vez.